Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Rizzo, Folge 008 aus dem schönen Konradsdorf. Ich habe vorhin euch schon mal gezeigt, wer heute unser Gast ist. Ich freue mich riesig, heute ist die Kattel aus Dresden da. Kattel ist die Suppenprinzessin schlechthin. Und was bleibt uns da heute anders übrig, als eine leckere Suppe zu kochen? Hallo Kattel! Hallo Kai! Wir machen mal so. Hallo! Schön, dass du da bist, schön, dass du vielen Dank für die Einladung. Heute hinter mir hergefahren bist. Fleißig, fleißig. Fleißig, fleißig. Vor allem, dass wir auch den Termin gefunden haben miteinander. Das hat eine Weile gedauert, aber naja, wie das so ist. Das können wir auch auf jeden Fall noch ansprechen, das Thema. Das war eine schöne Odyssee, eine Telefon-Odyssee. Herrlich. Ich habe mich gewundert, Kattel ruft nie an, Kattel ruft nie zurück. Aber Kattel hat mich immer angerufen. Aber nie unter meiner Nummer. Keine Ahnung, woher es kam. Egal. Ja, heute ist alles mal wieder ein bisschen anders. Ne? Und ich kriege gerade das Zeichen hier von der Regie. Mütze auf. Also, heute ist mal alles ein bisschen anders. Macht natürlich Suppe. Suppe? Ja. Aber nicht nur Suppe. Eintopf, oder? Pasta. Eintöpfe, Pasta. Süßkram. Und immer wechselnd. Wechselnd. Oder? Wöchentliches Programm. Genau. Jede Woche gibt es was anderes. Cool. Von deftig, herzhaft, süß, exotisch. Und das machst du jetzt schon auch eine ganze Weile, oder? Um genau zu sein, waren es dieses Jahr 13 Jahre. Krass. 13 Jahre an einem Standort? Fast. Fast. Um die Ecke. Um die Ecke. Mit einem kleinen Umzug verbunden. In Dresden-Plauen. Dresden-Plauen, genau. Nötnitzer Straße, direkt neben der Sparkasse. Genau. Cooler Standort. Schöne Gegend. Schöner Laden, großer Laden. Genau. Und wir treffen uns ab und zu mal in der Metro, wenn du ganz schnell da... Ja, mittlerweile lasse ich mich beliefern. Es wird mir zu viel. Okay. Zeit ist Geld, wissen wir ja, ne? Richtig. Genau. Genau, was steht denn auf der Agenda? Was machen wir heute? Wir haben gestern noch mal kurz telefoniert miteinander. Genau. Kattel sagt, du hast doch bestimmt schon eine Idee. Ich sage, nee, habe ich noch nicht. Hatte ich noch nicht. Und dann kam mir die Idee. Wann kam mir die Idee? Eigentlich das muss ja zwischen gestern und heute Morgen gewesen sein. Irgendwie so. Ja. Jedenfalls machen wir eine traditionelle osteuropäische Suppe. Wollen wir uns so festlegen? Wir einigen uns auf osteuropäisch. Osteuropäisch, genau. Wir kochen heute einen Wurstsch. 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 So, und als die Kinder vor uns schon gekocht haben, haben wir natürlich ein bisschen was vorbereitet. In dem Fall, jetzt ist er schon raus. Und zwar haben wir, nehmen wir trotzdem mal lieber die Nase weg, im Falle eines Falles. Heiß. Haben wir uns hier eine Brühe angesetzt. Und zwar aus... Oh, herrlich. Und der bengalische Langschwanzpfeffer. Sticht sofort in die Nase. Ernsthaft jetzt? Da ist er schon. Mega. Also wir haben hier eine Brühe angesetzt, eine Rinderbrühe aus Rinderbeinscheibe. Wir haben Sellerie mit dran, wir haben Karotte dran. Und du warst ganz erstaunt, Mensch Kai, das ist ja alles ungeschält. Ja. Alles ungeschält, korrekt, richtig. Muss natürlich sauber sein, keine Frage. Aber wenn ich mir einen Fond, eine Brühe ansetze, kann ich gerne auch die Schale halt mit verwenden. Okay. Ja? Genau. Jetzt holen wir uns mal die Beinscheibe hier raus und probieren natürlich auch mal unsere Brühe dazu. Ansonsten... In den, hier, schau mal, das fällt schon vom Knochen, ein wunderbarer Markknochen. Da gibt es mit Sicherheit auch jemanden, der hier dann schön das Mark auf einer Schwarzbrotscheibe. Hier, ich sehe schon Meldung. Oh. Ich sehe schon Meldung. Ich lasse dir dort gern den Vortritt, unbedingt. Das ist einfach mal... Ich denke jetzt eher an Hund, wenn ich die Knochen sehe. Ich glaube, Hunde mögen das sehr. Röhrenknochen? Ja. Unterschiedlich, ne? Da gibt es halt wirklich diejenigen, die sagen, okay, kann man machen, machen wir oder machen wir nicht. Derjenige gibt gar kein frisches Fleisch halt, oder gekochtes Fleisch an sich auch. Nee. Ja. Gut, das stellen wir erstmal beiseite. Was brauchen wir noch für unseren Wurst? Wir brauchen Weißkohl. Weißkohl. Da haben wir hier den Urkohl. Ein Urkohl? Der ist im Prinzip, der sieht ein bisschen anders aus, ne? Mhm. Normalerweise kennt man den Weißkohl als runden Kopf, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist der Urkohl, das ist eine flachere Variante und der ist vom Geschmack her viel milder als ein Weißkohl. Okay. Nicht so dominant. Ne?
Eignet sich ja wunderbar, um einen Salat draus zu machen. Mhm. Ne? Einen Weißkohlsalat. Hier machen wir ganz einfach bis zu äußeren Blätter ab. Genau, hatten wir uns schon geeinigt, dass das dein Ding ist. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Sellerie. Mhm. In dem Fall hier mit Grün. Das Grün nehme ich immer gern, wenn ich noch eine Brühe mit ansetze, habe ich hier auch mit verwendet. Karotten brauchen wir brauchen Zwiebellauch, wir brauchen rote Beete, klar, die haben wir hier schon als vorgegarte Variante. Knoblauch. Darf nicht fehlen, Zwiebel, klar. Tomatenmark, wichtig. Und eine schöne kräftige Brühe. Und die sollten wir uns jetzt vorher nochmal kurz probieren, weil die ist natürlich ausschlaggebend. Ja. Also wenn wir keine richtige Brühe haben, macht in einen Topf wenig Sinn. Also ist schwierig, ohne eine Brühe irgendwie was zu kochen, aber das weißt du ja selber. Sehr gut. Oder? Lecker? Sehr gut, echt. Krass. Warte. Und das in einem Schnellkochtopf, halbe Stunde. Fertig ist eine wunderbare, geniale Brühe. Und vielleicht habt ihr es ja vor uns gesehen. Der Louis hat natürlich auch eine Brühe mit dem Justin verwendet. Und zwar machen wir uns die auf Vorrat und ihr habt gesehen, in einer Milchflasche, Sahneflasche. Das heißt, alles, was ich nicht brauche, mache ich mir hier in so einer Milchflasche, natürlich ausgespült, logisch sterilisiert vorher, in der Hinsicht haltbar. Und somit habe ich immer was auf Tasche. Ja. Ne? Halbes Jahr ganz locker im Kühlschrank. Ne? Oder an einem kühlen Platz in der Speisekammer, im Keller, wie auch immer. Genau, genug geschnackt. Es wird bald Mittag. Geht los, ja. Müssen Thomas war auch schon gucken, ne? Wie es dann aussieht bei uns. Also ran an die Bretter und auf geht's. Feine Streifen, ne? Je feiner wir das Gemüse schneiden, umso schneller geht's. Schneller sind wir fertig. Gib mir mal was. Schau mal, wie die Messer so sind. Ich schäle hier inzwischen mal Knoblauch und Zwiebel. Und genau. Letzte Woche, ich sag mal, na, jeder, der das Format Rizzo kocht, kennt, sind es ja immer Leute, Menschen aus meinem Umfeld, die mich in meinem Leben mal begleitet, mir über den Weg, wie auch immer, gelandet sind. Und da ist natürlich die Kattel auch dabei. Oh ja. Aber kennen so richtig, warst du schon irgendwie ja, mit Susi in der Clique früher? Oder in der oder Schule. In der Schule, ne? Mit deiner Frau ging ich in eine Schule, Parallelklasse. Parallelklasse. Mhm. Also wie die Welt manchmal so spielt, ne? Ja. Zufälle gibt es ja keine, so wirklich. Das ist einfach mal, weil es halt so ist, ne? Weil es so ist, genau. Und dann hatte ich letzte Woche eine coole Story. Ich war beim Alessio gewesen. Porta la Pizza. Porta la Pizza, Alessio. Genau. Und dann kamen wir natürlich auch beim Abendessen dort auf die, ins Gespräch. Und er sagte, nein, da war mal so eine kleine Blonde und der Schidi da, hier und da. Und dort hat sich der Kreis schon wieder geschlossen halt, ja, ne? Kennst du einen, kennst du alle. Meistens so. Alessio verbinde ich eigentlich immer noch mit Eis. Ja. Venezia, oder? In Dresden? Naja, dann ja, seine eigene Eisbar hier dann auf der Weißen Gasse. Richtig. Ja, und dann hat er sich ja mehr und mehr dem Restaurantgeschäft gewidmet, der guten Küche. Und die macht er ja wirklich mega. Also ich muss zugestehen, ich habe es noch nicht geschafft. Kann ich dir nur ans Herz legen, dort mal einen Abend zu verbringen mit deinen Lieben. Mhm. Unvergesslich. Und du kommst dir vor, als würdest du Alessio und seine Frau schon 100 Jahre kennen. Das ist einfach mal, ja, das ist Italien live. Okay. Ne? Oder Luis, was sagst du? Doch cool, oder? Sieht das gut aus so? Mega. Ja? Den kannst du auch mal roh probieren. Ne? Der ist lecker, ich hab schon. Alles gut? Also mal so ein Krautsalat. Und jetzt kommt ja auch wieder die Zeit, ne, Herbst, wo wir ganz einfach auch Gemüse verwenden, was Saison hat, ne? Ja. Logisch. Also viele Kohlsorten halt auch. Wir machen natürlich auch noch ein bisschen Fenchel in unsere Suppe mit rein, also Fenchelsaat. Und in dem Fall rösten wir unsere Fenchelsamen hier in der Pfanne etwas an. Warum? Damit natürlich hier die ätherischen Öle schön austreten können aus der Fenchelsaat und somit mehr Geschmack abgeben. Ne? Also wird der Fenchel im Prinzip in der Hinsicht intensiver. So, Kattel, zum Ansatz der Suppe nehmen wir ein bisschen Fett dazu. Ne?
Geht scharf. Was nehmen wir da? Hast du vorhin schon gesehen hier? Gänseschmalz habe ich gesehen. Genau, wir können also ein normales Schweineschmalz nehmen. Könnte man auch Butterschmalz nehmen? Jawohl. Okay. Auf jeden Fall eine Fettigkeit, also Öl nie unbedingt zwingend, mhm, weil so ein Schmalz ja auch eine gewisse, ja, einen gewissen Geschmack mit einbringt. Ja, ich bin jetzt gleich ran hier. Wir schmeißen heute deinen Laden. Heute sind meine Mädels da. Suppenhühner. Unsere Suppenhühner. Mit den Felden steht das Ganze. Und ohne die könnte ich das auch gar nicht. Genau. Zum einen meine Vanessa. Mein Fels in der Brandung. Und meine liebe Kerstin, die gute Seele des Hauses. Und die rocken den Leuten wieder. Die rocken. Unsere Niki ist noch mit da. Die macht sonst eher ein bisschen mit Eis. Mhm. Leckeres Eiskaffee bei uns um die Ecke. Die boke ich mir dann immer mal mittags aus. Cool. Die machen das gut. Und ich glaube, es ist manchmal um einiges ruhiger, wenn ich nie da bin. Nee, ich glaube, wir sind eine ganz gute Mischung. Unsere Damen. Darauf kommt es ja an. Ich sag mal so, ihr seid ja schon wirklich eine Weile zusammen unterwegs, oder? Genau. Also von daher. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Karotten, ne? Mhm. Absäbeln. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen um den Laub kümmern. Und im Jugendjobber, hast du es von uns gehört? Die sagen nämlich nie abschneiden, sondern die sagen absäbeln. Absäbeln? Ja, es wird abgesäbelt alles. Okay. Dann säbel ich mal den Laub ab. Du säbelst den Laub und ich kümmere mich hier mal flugs um Karotte und. Möchtest du den Lauch dann breiter zugetan haben hier zum. Na, das untere weiße, also das weiße Ende kannst du mit. Oh, was mit? Ja, dort genau. Mhm. Kannst du dort mit jetzt zu den Zwiebeln dazugeben? Okay. Im Endeffekt ist es ja wirklich bloß ein, ja, ein Gemüseeintopf mit einer Fleischeinlage. Mhm. Und das Ganze tomatisiert, das heißt mit Tomatenmark. Und natürlich die. Das Pflichtgemüse, was drin ist, ist Weißkraut und rote Beete halt, ne? Überhaupt Wurzelgemüse an sich. Ja. Ja, Kadel, erzähl mal noch so einen Schwank aus deiner. Soll ich erzählen? Oder aus unserer. Ja. Du hast vorhin so gesagt, wo wir eingangs uns unterhalten haben. Kai, ich kann dich doch bestimmt auch mal Sachen fragen, die ich. Naja, ich jetzt hatte mich noch mal so ein bisschen beschäftigt damit. Koch hast du ja gelernt. Wie ich jetzt wieder erfahren habe, war das Ganze im Wilden. Genau. War deine Zeit. Und dann war eigentlich mein Interesse so ein bisschen, wie du in die Schweiz gekommen bist. Also, und wie lange du vor allen Dingen dort warst, das hätte mich mal interessiert. Ich habe genauso wie du 93 bis 96 gelernt. Darf ich schon dazu? Ja, heute noch. Mhm. Bin dann in die. Ins Nürnberger Ei, Morsbachhaus gewesen. Gab's das dann noch? Ne, das war schon eine Neuauflage. Okay. Nürnberger Ei, die hatten, es war wie so eine Fleischerei mit Bistrotheke und hast in einem Restaurant drin. Ja. Und dort war ich allerdings nur, ich glaube, 2 Monate. Mhm. Und da hatte sich dann ergeben, die Villa Emma Park Hotel oben bei Weißer Hirsch. Ja. Okay. Ne? Da bin ich dann hin für, was war das, ein Jahr vielleicht? Mhm. Hatte ich dann ganz schlimm mit meinen Fingern zu kämpfen halt. Hatte dann irgendwie eine Kontaktallergie, Mehlallergie, oh Gott. Okay. Was sich Gott sei Dank gelegt hat wieder. Ja. Und habe dann mein Fachabitur angefangen. Mhm. Und wirklich auch nur angefangen, wie beendet, weil ja, die Binke alle war. Ich hatte keine Binke, ich habe kein BAföG bekommen, ich habe gar nichts bekommen. Okay. Und das war mir einfach zu stressig und da habe ich gesagt, okay, dann packe ich jetzt meinen Säckel und gehe in die Schweiz. Das war dann Mitte der 90er? Das war oder Ende 99. 99, okay. Ja. 99, glaube ich, sogar zum Millennium. Okay. 99, 2000. Mhm. Du kannst jetzt schon eigentlich, ich denke mal, Weißkraut schon mal zugeben, mhm, genau. Und ich schneide hier die Karotten dazu. Mhm. Ja, aber das war eine coole Erfahrung, ganz einfach, weil dort so schnell mit Leuten Kontakt gefunden wurde, sage ich mal, die auch wirklich ganz komischerweise aus Dresden kam, ursprünglich. Also der Frank, der kam aus Dresden auf jeden Fall und die, jetzt komme ich gleich gar nicht drauf, eine junges Mädel aus dem Service, die kam auch aus Dresden. Okay. Und ja, haben wir uns eine coole Zeit gemacht dann in der Schweiz. Mhm. Genau, und dann kam ich wieder. Und dann ist mir irgendwann René über den Weg gelaufen.
der mich dann Richtung Freiberg geholt hat. Genau. Okay. Das ist so die Story jetzt. Mhm. Und von Freiberg, naja, dort haben wir uns dann ja wieder gesehen. Das heißt wieder gesehen, dort haben wir uns eigentlich erst gesehen, weil mit Susi hatte ich ja vorher noch keinen Kontakt. Also bist du aber eigentlich immer bei deinem Ausgangsziel, wo du hin wolltest, geblieben? Genau. Okay. Ich würde es auch so bezeichnen, dass das wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, das wird so sein, meine Berufung ist. Mir macht das Spaß. Es ist eine Leidenschaft. Und du weißt es selber. Wenn du Leute glücklich machen kannst, weil es dann schmeckt, ja, weil du die unterhalten kannst, weil du, ja, dadurch bringst du auch ganz Leute einfach zusammen. Was von dir gibst halt. Ne? Ja. Das ist wichtig. Und das macht mir Spaß. Und es ist auch nie wichtig, immer alles nach Arbeit zu sehen, dass alles Arbeit ist, sondern es muss halt Spaß machen. Sicherlich, ja, klar, muss man natürlich auch das gewisse Geld verdienen, keine Frage. Es muss auch einen Sinn ergeben, richtig. Aber ich habe dich ja vor uns auch gefragt und du hast gesagt, hey, es reicht zum Leben und alles ist in Ordnung, oder? Meine Berufung war es ja nie, gar nie. Also ich wäre, wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich mich jetzt nie am Kochtopf gesehen. Okay. Außer privat vielleicht. Wie kam es dazu? Ein guter Freund hatte uns mal angesprochen. Ich glaube, ich war zarte 30. Ist ja gar nicht lange her. Kann man gar nicht so lange her sein. Ja. Also. 3 Wochen. No. Ob ich nochmal was Richtiges machen will. Nach Klamotten und Schmuckverkauf und abends in der Bar zu arbeiten. Stimmt, sonderbar war es da auch noch gewesen. Ja, ne? Mein erster Sohn war da gerade. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Klein. Und brauchte mich auch des Nachts. Also entschied ich mich, diesen kleinen Laden zu übernehmen und habe zu meiner Mama dann gesagt, wir kochen einfach Suppe. Okay, wie kochen wir Suppe? Na, wir kochen Suppe wie zu Hause. Und so haben wir eigentlich angefangen. Genau. Topf drauf, Suppe rein, ziemlich bodenständige Geschichte. Klassische Sachen, was man zu Hause kennt. Was die Omi kocht, was die Mama kocht. So, und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Wir gehen natürlich auch ein Stück mit der Zeit und probieren auch aus. Aber letztendlich komme ich immer wieder zu dem Entschluss. Die Leute greifen immer wieder darauf zurück, was sie kennen, was sie vielleicht auch ein Stück weit selber kochen. Genau. Richtig. Aber ihr habt ja trotzdem das volle Programm in der Hinsicht mit Desserts, Pasta, Salate. Also du richtest dich dann auch nach der... Ach, schon das, was die Nachfrage bestimmt. Erstens natürlich das. Auch das Angebot, keine genau. Frage. Und ist ja auch nie wenig, was da bei euch rausgeht, ne? Über den Tag? Nö, ist es nicht. Ich kann es dir manchmal gar nicht so richtig sagen, weil mein Hauptaugenmerk liegt eben darauf, dass die Töpfe alle werden und dass alles gut ist. Und hier jetzt nicht unbedingt immer die Gäste. Wir sind zufrieden, wir sind jeden Tag dran, dass es funktioniert und ja. Cool. Und, wie du gesagt hast, Spaß muss es machen. Das ist der Punkt und das sieht man ja bei euch. Gerade wenn man so mal auf den Social Media Kanälen unterwegs ist, ab und zu haben wir schon mal, habt ihr definitiv auch mal, was heißt mal? Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch regelmäßig Spaß habt. Und so soll es ja auch sein. Auf jeden Fall. Es gibt solche und solche Zeiten, aber ich glaube, ein Großteil. Katrin, wie sieht es denn bei dir mit Roter Beete aus? Mach ich, was soll ist ich machen? Ist es dein Favorite oder eher nie? Nee, eigentlich gar nie. Warum nie? Keine Ahnung. Das ist, obwohl ich es finde, im Busch. Na, dort schmeckt es mir. Aber ansonsten, ich bin kein Rote Beete-Fan. Aber so ist eine eingelegte, also hier ist ja auch eine eingelegte. Kocht man in Bursch eigentlich auch mal mit einer frischen roten Beete? Kann man machen, natürlich. Aber die dauert natürlich dann in der Hinsicht auch etwas länger. Okay. No? Das war immer so meine Frage, weil ich ergreife ja auch oft das eingelegt, kann man sagen, ne? Genau, eingelegt, vorgegart halt. Vorgegart ne? Zurück, weil es halt einfach auch schneller geht und weil es, ich denke mal, geschmacklich, aber trotzdem auch ein bisschen intensiver ist, oder? Ja. Ja. Punkt ist natürlich, Rote Beete, ich denke mal, wir sind hier vielleicht auch von der Schulspeisung früher geheilt, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil Rote Beete gab es da ja als Rohkost, oder? Rote Beete-Salat. Süß-sauer, würde ich behaupten. Richtig. Sehr lecker. Da hängt man sich natürlich dort, oder hat man Erinnerungen, die nicht so toll waren, geschmacklich. Mhm.
Aber es gibt natürlich auch wunderbare Rote-Bete-Gerichte. Sag ich mal, ein Rote-Bete-Carpaccio zum Beispiel. Du machst dort halt einen schönen karamellisierten Ziegenfrischkäse drüber oder so. Mega. Das klingt natürlich lecker. So, was denkst du? Wir brauchen also mal ein bisschen Erfahrung. Wollte ich gerade sagen, ich würde es mal ein bisschen hochdrehen. Dann geben wir hier schon mal ein bisschen Fenchel dazu. Geben wir einen Fenchel rein. So, was geben wir noch dazu? Knoblauch, Zwiebel hatten wir im Ansatz drin. Wir hatten Schmalz drin, wir haben das Kraut drin. Wir haben Karotte, Sellerie. Sellerie. Jetzt machen wir die rote Beete noch zu. Rote Beete und dann... Also hier lege ich euch auch ans Herz, ihr Lieben. Extra Brett vielleicht. Mhm. Und noch ein paar Handschuhe anziehen. Macht Sinn. Das macht der gute Kai. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein bisschen Salz, oder? Wir brauchen ein bisschen Salz. Wir brauchen ein bisschen Salz. Könnte ich auch ein normales Salz nehmen? Du kannst ein normales Salz nehmen, keine Frage. Aber ich lege natürlich immer gerne ans Herz. Wir nehmen hier ein Bergkernsalz, ein gescheites, mit eingeschlossenen Mineralien, was im Prinzip nicht gereinigt ist. Also so wie es im Prinzip aus der Saline kommt, aus dem Bergwerk, so wird es halt im Prinzip auch verkauft. Jetzt kommt hier noch ein Pfeffer, wo der Landschmannspfeffer auch mit dabei ist, der jetzt nie unbedingt eine Schärfe extrem mitbringt, sondern eher dieses Pfefferaroma, dieses fruchtige... Ich wollte gerade sagen, ich fand es nicht scharf. Na? Genau. Genau, das bringt uns hier das schwarze Gold mit. Schwarzes Gold, da sind wir immer noch auf der Suche. Leute, wir brauchen einen anderen Namen dafür. Irgendwie. Gut, was brauchen wir noch? Paddel. Ich würde mal zum Tomatenmark auch langsam übergehen. Richtig, wir geben auch mal was haben wir hier noch? Genau. Lorbeer. Mit zwei Pfeffer, Salz, Pfeffer, das war es eigentlich fast schon angewürzen. Fenchel ist drin. Fenchel haben wir auch drin, genau. Und Tomatenmark haben wir hier. Und das können wir ja ruhig ein bisschen anrösten. Ne? So. Das sieht schon mal auf jeden Fall nach was aus. Sieht schon cool aus, ne? Und dann kann ich mich ja hier gleich dem der Beinscheibe widmen. Du widmest dich mal der Beinscheibe. Das ist eine sehr gute Idee. Da könntest du jetzt, meine Kerstin würde es jetzt bestätigen, dass ich es nicht ganz so mit Fleisch habe. Also ich esse es gern, aber die Zubereitung liegt meistens in ihren Händen. Okay. Aber genau, Rezepte finden, wie auch immer. Du machst wirklich alles nach Rezeptur, hast du gesagt, ne? Naja, also ich also du holst mir Inspiration. Genau. Würde ich jetzt ja hier genauso was mitnehmen oder denkbar, dass ich auch was mitnehme. Wie gesagt, ich bin kein ausgebildeter Koch. Und dann lege ich irgendwas zusammen und dann probieren wir das aus. Weil du gerade Gewürze ansprichst. Ne? Wir hatten uns ja eingangs auch über Gewürze unterhalten. Ja. Ich habe immer so gesucht, warum sollte man wertige Gewürze nehmen? Warum? Ja klar, der Punkt ist ganz einfach. Die Qualität der Gewürze ist natürlich auch ausschlaggebend für das Gericht, was wir kochen. Ja. Ich sage mal, Gewürze sind im Prinzip der Zündfunke für die Geschmacksexplosion, die dann in deinem Mund entsteht. Das oder? Wow. Wow. Es ist vielmehr gestern Abend so ein, ja? Das ist eigentlich das, was es beschreibt. Genau. Ne? Und wenn ich natürlich ein 0815 Curry habe, dann kann ich natürlich nicht so viel erwarten. Habe ich aber ein ordentliches Curry, dann hast du die absolute Explosion. Und das merken deine Kunden, deine Gäste auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, angeschwitzt? Stark, oder? Was sagst du? Finde ich gut. Gut aus. Stell mal hier, der kann bestimmt noch mal rein. Okay. Und bei uns auf der Straße standen natürlich immer die Wolgas für die Offiziere, wo die Soldaten, die Bediensteten im Prinzip gewartet haben, bis der Offizier halt irgendwo hingefahren werden musste. Und wir sind natürlich auch mit russischen Kindern halt aufgewachsen. Ne? Mhm. Ja, die Brühe macht schon, das ist schon mal kräftig, ja. Das A und O. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen köcheln lassen, das braucht ja nicht lange, geben wir dann auf jeden Fall noch Zwiebellauch mit dazu. Und um ein bisschen Säure zu kriegen. Essig oder was? Ein Schuss Essig. Okay. Also nehmen wir hier mal den Apfelessig. Und für ein bisschen Farbe. Wollte ich gerade sagen. Haben wir da noch das rote Beetesaft. Ja. Bisschen jetzt schon rein. Essig würde ich sagen, können wir schon zugeben, ja. Gib mir mal einen Löffel, bitte. Oder ach so.
Ich bin immer vorsichtig mit Essig. Ist richtig, das ist auch gut so. Was sagst du mir? Bleiben wir bei dem Esslöffel erstmal, oder? Du hast jetzt vielleicht... Okay. Apfelessig haben wir hier? Genau, guten Apfelessig. Wo kommt der her? Den haben wir jetzt hier vom Essigschneider. Ware natürlich, Klingenberg. Wie gesagt, immer Edeka Müller, ganz klar. In Wilsdorf, dort haben wir uns auch getroffen heute auf dem Parkplatz. Da haben wir uns getroffen. Ich war du warst schon einkaufen? Mit den Kiddies einkaufen. Und du kommst dann im Prinzip dazu. Ich gebe mal die restliche Brühe. Oh. Ja, alles gut. Wir haben doch Kochkleidung an. Oder? Kattel hat keine Schürze. Stimmt, ich hätte den Schürze mitbringen können. Aber ich nehme. Du hast aber auch nicht. Nö, ich habe auch nicht. Soll ich mal noch ein bisschen von dem Lauch schneiden? Du kannst es Lauch schneiden. Ich habe mich mal hier um den Dill noch kümmern. Mhm. Und dann haben wir es eigentlich soweit. Teller vorwärmen. Dann sind wir schon fertig. Und guck mal, es ist 11:45. Das heißt, um 12 gibt es wirklich Mittag. Ja. Der Ofen. Also, du machst immer noch deine Mietkochgeschichte. Eigentlich weniger. Oder Zeit geschuldet momentan. Aber wenn jetzt jemand eine Anfrage hat, sagt Kai, ich möchte von dir bekocht werden. Dann bin ich natürlich da. Bist du da? Hochzeiten, Geburtstage. Okay. Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern sind jetzt auch geplant. Mhm. Dort kommt natürlich wieder der Lango ins Spiel, also im Prinzip der Anhänger, der seit diesem Jahr mit mir unterwegs ist. Okay. Und da kann man natürlich Sachen draußen abfackeln. Ne? Das heißt, man muss nicht zwingend in einer Räumlichkeit irgendwo sein und somit gestaltet sich das natürlich ein bisschen besser. Richtig. Ich würde sagen. Hast du eigentlich Knoblauch reingemacht? Ja, in der Zehe. Wirklich? No? Okay. Also gut. Ganz entspannt. Okay. Das heißt, du kannst heute mit deinem Lieben. Du, bei mir gibt es. Kannst du heute noch. Ungern, hast du in jedem Suppeneintopf ist bei uns Knoblauch. Überall Knoblauch. Bei mir auch. Immer. Fast täglich eigentlich. Ja. Manchmal schmeckt man es mehr, manchmal weniger. Und Knoblauch ist ja nun mal wirklich eines der gesündesten. Auf jeden Fall. Auch Gemüseknollen, wie auch immer, auf unserem Planeten. Antibakteriell. Gut, man kann nur gewisse Leute von sich fernhalten, ne? Dafür hilft es halt auch. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr, sehr gesund. Und sagen wir mal so, wir haben es auch ein bisschen im Blut, ne? Als Halbungarn, Viertelungarn, dieser Louis. Ja, ja. Ich bin in und dein väterlicherseits ist? Die Mama. Die Mama, okay. Meine Mutti ist Ungarin. Und ich sehe immer viel von dir, natürlich viel an den Mädchen, dass du natürlich auch viel da unterwegs bist und manchmal brauchst du einen Google-Übersetzer, um dir zu folgen. Mhm. Was ja immer ein Stück interessant ist, was du dir so erzählst. Richtig. In Ungarisch. Aber du bist auch jede freie Zeit dort, die geht, oder? Wenn es geht, so? Unbedingt. Okay. Weil da gibt es natürlich eine Verbindung. Ich habe auch eine sehr, sehr liebe Freundin, die ist auch Ungarin. Okay, ich sage halb Ungarin. Ihre väterliche Seite ist Ungarn. Okay. Und sie ist auch aufgewachsen dort bis zur Grundschule. Genau, dann sind sie hier zurückgekommen. Genau, und dann coache ich ja auch immer noch in ungarisches Unternehmen, also eine ungarische Kantine, die ich da so ein bisschen versuche. Auf den Weg zu bringen? Oder? Nee, die sind schon auf dem Weg. Ja. Also alles gut. Aber man muss natürlich. Die ungarische Küche ist eine schwere Küche halt. Ja. Ne? Und man muss natürlich den Angestellten da, es gibt natürlich Leute wie Schweißer, wie Lackierer, die brauchen Fleisch. Ne? Na gut, die Erfahrung mache ich ja bei mir aber auch. So, siehst du. Obwohl Großteil bei uns die Männer sind, ne? Die zu uns essen. Ja, weißt du, was die essen? Was denn? Grießbrei. Echt? Milchreis. Okay. Literweise. Krass. Ja, weil zu Hause wird es natürlich auch nicht mehr so gekocht, wie wir es vielleicht früher auch noch kennen. Und da haben wir ganz viele. Und gerade die Herren der Schöpfung, die gerne auf süß zurückgreifen. Besonders freitags vor dem deftigen Wochenende. Okay, cool. Genau, entschuldigt, habe ich dich natürlich unterbrochen. Nein, alles gut. Alles Männer gut. Brauchen viel Fleisch. Und dann gibt es natürlich noch die Administration, die den ganzen Tag im Büro sitzt. Und die leichte Küche braucht natürlich leichte Küche. Sitzt und, genau. Dort ist es halt schwierig, diesen Grad halt zu finden. Ne? Okay. Also die Köche sind fit dort, keine Frage. Und das ist eine Kantine, die ist öffentlich zugänglich für jeden? Oder nein, ist das sind 700 Angestellte. Okay. Und begleite das die Firma jetzt schon seit knapp über 3 Jahren. Fahre ab und zu mal runter, bin ab und zu mal da. Und dann kocht ihr dann auch mal zusammen und du guckst dir an, was die einfach machen. Und guckst und wir kochen auch zusammen, genau. Analysieren, ja. Ratschläge geben. Mhm.
Viel reden. Das ist immer wichtig. Das könnte noch. Wollen wir mal gucken, was hier los ist, was fehlt? Irgendwie fehlt mir. Ich sage immer zu meinem Mädels, mir geht das dann hinten zu schnell runter und irgendwas muss nach hinten bleiben. Okay. Ist was ich meine? So ein bisschen rund machen. Ein bisschen. Aber vielleicht bin ich auch. Mir muss alles immer sehr, sehr kräftig sein. Salz würde ich aber gar nicht so sagen. Ne? Jetzt nehmen wir mal das Zauberpulver. Jetzt! Krass. Und zwar? Gibt es das bei dir? Das gibt es bei mir. Kriegst du das bei dir? Genau, und zwar ist das im Prinzip nichts anderes wie ein natürlicher Geschmacksverstärker. Mhm. Auch in dem Fall Umami genannt. Umami ist der fünfte Geschmackssinn, ne? Ja. Den wir auch ganz herkömmlich über zum Beispiel Parmesan bekommen, natürlicher Art und Weise. Okay. Also ein natürlicher Geschmacksverstärker. Ja. Hier ist es ganz einfach, Sellerie, Zwiebel, Tomate, ein paar Kräuter, Senfsaat, genau. Ja. Die ganz einfach in Pulverform dazugegeben werden können und können dort natürlich noch mehr diesen fünften Sinn halt, naja, eben diesen, so, dieses, was du vorhin schon sagtest, was hängen bleibt, trotz alledem. Ja, so das, na, ganze Geschichte. Das volle Mundgefühl, ja, halt. Das erreicht man mit Umami. Ich habe schon, wir gucken mal. Löffel von uns genommen. Oh Gott. Du musst den Ball nehmen. Alles, oh gut. Gott. Und jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Aber vielleicht reichen die zwei Schäubchen da nicht. Habe ich dich jetzt durcheinander gebracht? Nee, das war keine Kritik, ne? Nein. Ich wollte ja nur, dass du... Es gibt keine Kritik in der Hinsicht. Geschmäcker sind ja auch Gott sei Dank verschieden. Mm. Und der eine, der mag es lieber eher kräftiger und der andere eher ein bisschen lascher, sage ich jetzt mal. Na, dafür finde ich ja, was wir dann oben drauf machen, die saure Sahne gut, weil ja, die macht das Ganze ja wieder ein bisschen, wie sagt man? Rund. Rund, naja, die rundet es aber auch ein bisschen ab. So, wenn man es doch sehr deftig hat. So. Aber eine kleine Säurenote, keine säuerliche Note, können wir noch mit rein. Und machen wir hier so. Oh, habt ihr das gesehen? Nochmal rühren. Wie war das für uns bei Essig? Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder geht ja da bis 5% Säure. Ja, es gibt ja welche mit 20%. Aber jetzt kommt schon. Kommt schon? Reicht dein es wohl? Dein Umami, oder ist mehr Umami zugeben. Wundermittel. Also ich finde jetzt nie, aber jetzt bist du dran. Also jetzt ich finde es gut so. Und dann lass uns so. Wenn du sagst, du bist heute unser Gast. Jetzt kommt die Säure, Säure mit. Ja. Mega, so lassen wir es. Dann würde ich sagen, Zwiebel auch rein. Oder? Darf ich das Ganze nehmen? Du darfst das Ganze nehmen. Mhm. Zwiebel auch rein. Dann wollten wir ja eigentlich zum Schluss, jetzt machen wir dann ein bisschen Deko. Wurmt's hier noch. Genau. Das sieht natürlich immer gut aus, ne? So was helles, ein bisschen Dill wollte ich noch reingeben. Und Dillfähnchen zum Anrichten dann. Mhm. Was wollten wir noch drauf machen? Du hast ein Dillfähnchen und was noch? Von dem Karottenkraut. Einfach auch so eine Spitze, oder? Reicht dir das oder willst du mehr? Nö, das reicht. Okay. So, jetzt geben wir hier noch den Dill mit rein. Ein bisschen Dill heben wir uns auf für die saure Sahne. Mhm. Früher habe ich ja Dill gehasst. Ich fand ja Dill ganz furchtbar, ob es Gurkensalat oder irgendwo anders war. Aber mittlerweile muss ich sagen, wir haben eine sommerliche Kartoffelsuppe. Das war mal irgendein Rezept, das habe ich ein bisschen abgeändert. Und die ist Basis eine ganz klassische Kartoffelsuppe. Aber da kommt halt frischer Dill rein, richtig viel. Oh, das ist so lecker. Und dann machen wir immer frischen Lachs drüber. Geil. Als Topping so. Richtig cool. Also ohne diesen Dill würde die Suppe das nie sein, was sie eben ist. Okay. Genau. Schön, ne? Sieht geil aus. Lass uns immer, guck mal, ich habe hier noch zwei Löffel, weil jetzt haben wir auch die frischen Kräuter mit dran. So. Testen wir nochmal. Mhm. Herrlich. Eine Topfsuppe, ey. Das könnte noch ein bisschen... Bissl. Aber jetzt fällt es natürlich noch mehr. Ich merke jetzt auch die Säure, das war gut. Und dieser Dill da drinnen, schon ein kleines Highlight, oder? Ich gebe mal hier noch ein bisschen, wirklich? Ein bisschen Salz. Ja. Oh, jetzt geht es ja nochmal richtig los. Siehst du das? Wir sind in den letzten Zügen hier. Wollt noch mal richtig, Feintuning. Nochmal richtig Power geben hier. So, da haben wir hier noch ein paar Sprossen auf jeden Fall. So ein Bursch, wie einfach das eigentlich ist, ne? Oder? Überhaupt kochen. Ich finde Kochen total einfach. Es muss halt Spaß machen, wenn du schnell und erfasst und wie auch immer, dann kommt natürlich nie so wirklich was Gutes dabei raus. Robert, denke ich mal, stell die Kamera um, oder? Ich hole nochmal eine Kelle.
Ja, wie gesagt, man kann hier auch noch ein bisschen mehr Herzhaftigkeit reinbringen mit einem Stück Bauchspeck. Ja. Na, dass man dieses Raucharoma noch mit dazu bekommt. Kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Dann könnt ihr das Brot schneiden, Luis, bitte. Luis? Guck mal, Robert, wie toll das aussieht. Wahnsinn. Luis? Mm. Das Brot noch schneiden, bitte. Was Grünes hier für oben drauf? Ein bisschen rote Beete. Ha. Reicht schon, oder? Reicht dir das, Robert? Hey, du mal schön den Scheiben runterschneiden. Hast du schön in der Mitte so... Guck mal, was ich gemacht habe. Nee, wie hast du das gemacht? Guck mal, ich habe ein bisschen rote Beete oben drangiert. Sehr gut. Pass auf, jetzt komme ich hier mit... Wollte ich gerade sagen. Und dann machen wir erst Kräuter und Nessel drauf, oder? Schön mit einem Klecksel sauer. Warte mal, jetzt machen wir hier noch ein bisschen. Kann ruhig viel sein. Ist der echt so fest hier drin? Das habe ich jetzt echt nie gewusst. Cool. Der hat 10% Fett. Krass. Weil, du weißt ja, Fett ist Geschmacksträger. Deswegen halt auch am Anfang schön Schmalz drin. So, jetzt machen wir hier. Mach mal erstmal das. Ich mach zum Schluss dann hier. Du hast ja auch noch ein bisschen Kräuter. Wir machen hier schön Dill drüber, ne? Stark. Dann machen wir hier. Du hast ja auch noch so ein Nest dort, ne? So. Kräuter, sagst du zu meinen Mädels, immer ist ganz wichtig. Ich habe immer einen Haufen Toppings dort vorne stehen. Und die sind immer so zaghaft mit denen. Ich meine, jeder mag Haufen Petersilie und Co. Aber ich sag mal, das ist immer noch so. So, warte. Kleines Mühner, machen wir hier. Tipp. Wunderbar. So, Kattel, wir haben es geschafft. Dürfen wir. Cool. Dankeschön. Hat mich gefreut. Schön, Dank, dass du da warst. Unser Wurst-Rezept gibt es, ja, wie gesagt, dann in dem Video dazu. Ja. Na, mit Einkaufsliste. Und wenn das bei euch dann genauso schmeckt, könnt ihr uns ja mal in euren Kommentaren dazu was schreiben, oder? So sieht's aus. Und hier bei der Kattel gibt es auch einen Bursch, ne? Ja, aber einen veganen Bursch. Und ansonsten Suppen essen bei Kattel. Probieren. No, einfach vorbeifahren. Probieren. Genau. Mal vorbeifahren. Nee, anhalten. Nie vorbeifahren. Ja, genau. Anhalten. mal reinwinken zur Kattel, ja, und zu den Mädels rein. Auf jeden Fall. Genau. Wir sehen uns. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Wir lassen es uns jetzt auf jeden Fall schmecken. Ich komme wieder. Und da machen wir aber mal was Handfestes. Richtig. Ist das so mit? In diesem Sinne. Also, bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.